Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Und wir brauchen ein bisschen Wasser. Komm her. Wie, ich hatte das Ding noch nicht? Natürlich hatten wir das schon. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Komm her, Kleiner, komm. Du hast mir in meiner Sammlung noch gefehlt. Okay, wir. Hier geht's gut, ja. Wir holen uns Wasser. Dann. Wasser. Dann suchen wir nach den Korallen und dann versuchen wir unser Zuhause wieder zu finden. Was natürlich unschaffbar ist. Das wissen wir alle. Krieg das nicht hin. Finde ich im Leben nicht. Was kann ich hier herstellen? Werkzeuge, Auftriebskörper, Leuchtfackel, Wegwerfleuchte nützlich zur Ablenkung von Raubtieren. Hubkanone. Haben wir hier Strahlenschutzanzug, haben wir neu bekommen. Und natürlich den Blasenfisch. Wo wir den doch schon mal hatten. Haben wir noch Wasser oder so? Ja. Und die Tischkorallenprobe nehmen wir mit. So, den Rest befüllen wir mit Kristallen. So, wo war der Dreck jetzt? Wir hatten hier so eine riesen Koralle. Ach, da ist sie doch. Hier finden wir ganz viel von diesem Leuchtezeugs. So, kann ich noch irgendwas wegwerfen, was wir nicht brauchen? Blei brauchen wir definitiv. Okay, den Rest brauchen wir höchstwahrscheinlich. Oh, Inventar voll. Okay, versuchen wir den Scheiß zu finden. Wieso nenne ich eigentlich alles Scheiß, wessen Name mir nicht einfällt? Früher habe ich immer Hans-Dieter gesagt. Aber gut, da ein Gegenstand ja keinen Namen hat, kann ich den auch nicht als Zita nennen. Okay. Weiter geht's. Guck mal, wie viel Spaß der hat. Guck mal. Die haben alle voll viel Spaß damit. Das sind Fallen. Aber das sind Fallen für die Dinger, um Essen zu kriegen. Das werden wir auf jeden Fall nutzen. Wenn wir unser Zuhause eines Tages wiederfinden. Aber wir müssten jetzt eigentlich nur. Ich habe 600 Meter in die Richtung hier schwimmen und dann haben wir es. Weil wir müssen ja eigentlich nur die Solaranlage bauen, ne? Ja, das kriegen wir hin. Aber vielleicht reicht das schon. Solange wir nicht zu tief sind, müsste da auch ein bisschen Licht ankommen. Weil so eine Solaranlage unter Wasser, wisst ihr Bescheid. Ist vielleicht nicht das Beste. Aber ein Versuch ist es wert. Und dann brauchen wir irgendwie eine kleine Seemotte oder so, damit wir uns schneller bewegen können. Das wäre so schön. Schneller voranzukommen. Mein Traum. Ein Traum, der eines Tages in Erfüllung geht. So, wie weit sind wir entfernt? Unser Zuhause müsste jetzt hier eigentlich auftauchen. Müsste. Eigentlich. Okay, das kommt mir überhaupt gar nicht bekannt vor. Also so rein. Überhaupt gar nicht. Wo zur Hölle bin ich? Wo ist das denn? Okay, nein. Da gehen wir nicht hin. Arbeiten wir uns so langsam nach oben. Wir waren irgendwo bei. Keine Ahnung. Wieso leuchte ich schon wieder? Warum ist alles so grün? Seltsam. Welche verstehe ich das nicht?
das Zuhause wiederfinden. Gott, ey, ich könnte heulen. War das da? Was ist das? Oh, bitte sag mir, dass es das ist. Ja, das ist es. Wir haben es wiedergefunden. Nice. Okay, Solarmodul. Oh nein, was machst du denn hier? Oh mein Gott, das ist der Reaper. Warum? Habe ich dieses Spiel angetan? Wo ist er hin? Power restored. All primary systems online. Wo ist der Reaper hin? Ich muss sagen, ich habe den Reaper noch nie gesehen. Auch als ich gestreamt habe, habe ich ihn nicht gesehen. Und jetzt gammelt er hier einfach rum. Bei meiner Basis. Das müsst ihr euch vorstellen. Warum ich weiß, wie er aussieht? Ich habe bei Zombie mal in sein Let's Play geguckt. Da hat er ihn gerade gejagt. Ist weg. Ja, und bleib weg. Meine Fritze. Zumindest glaube ich, dass das der Reaper war. Ah, guck mal da. Ich weiß nicht. Sagt mir, ob das der Reaper ist. Wenn ja, bin ich sowieso im Arsch. Hey, guck mal, ist das ein Kristall? Wenn so. Oh, ich werde mit Sauerstoff versorgt. Nice. Okay, mein Zuhause wird er nicht angreifen, oder? Bitte sag mir, dass er es nicht tut. Fabrikator. Ich muss erstmal ein bisschen Platz sparen. Ja! Guck mal, Energie sammelt sich. Eventuell machen wir noch ein zweites Ding irgendwann, wenn wir genug haben. So, und dann brauchen wir auf jeden Fall einen Spind. Einen ganz, ganz großen Spind, der hier irgendwo hinpassen sollte. So. Packen wir da erstmal alles rein. Endlich ist mein Inventar leer. Ah, schön. So. Gut, wir haben zwar nicht viel Platz, aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Medikit. Apropos Medikit. Ach, stimmt. Ich habe ja bei der Basis gelassen, ne? Oder? Ja, ich habe kein Medikit am Start. Schade. Ich möchte auf jeden Fall den Scannerraum bauen, glaube ich. Ich glaube, das war ein großer Raum. Ich bin mir nicht so sicher. Ist jetzt eigentlich die Musik wieder so laut? Einstellungen. Allgemein. Wirklich Musiklautstärke. Ich habe dich leiser gestellt in meiner letzten Session. Die wirkt jetzt nicht wirklich leiser. Okay, ein Stück noch. Okay, das war vielleicht ein bisschen. Okay, so ist gut. Wollen wir raus zum Reaper? Wollen wir Spaß haben? Wie wenig Platz wir hier haben, echt. Also, was können wir noch bauen? Vertikal. Okay, da fehlt mir das Antitan. Vielleicht machen wir als nächstes so ein X-Segment, damit wir ein bisschen Platz haben. Weiß nicht, auf jeden Fall würde ich gerne runtergehen. Einfach, weil ich da dann die Luke hinpacken könnte. Alter, ich habe doch Titan am Start. Ach Gott. Was ist los mit mir? Ist das der Fabrikator? So, Titan. Ich glaube, das war der Reaper. Ich glaube, der ist genau bei mir. Eigentlich kacke, aber egal. Passt schon.
Hä? Hallo, Digga. Ich bin aber weg. Scheiße. Jetzt gammelt der hier ab. Ich fass es nicht. Detecting increased foreign bacterial levels in the water. Performing a self-scan is advised. Self-scan complete. Vital signs normal. Detecting trace amounts of foreign bacteria. Continuing to monitor. Ich mag den Typen nicht. Will die nicht hier haben. Fenster. Wir machen uns hier jetzt mal am Fenster hin. Und dann gucken wir mal, dass er hier langsam weggeht. Hau ab! Was macht er denn hier? Ich will nicht, dass du hier bist. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Ah, das ist die Luftpumpe. Ich meine, insofern er mich in Ruhe lässt, kann es mir ja eigentlich egal sein, ne? E-Segment. Okay. Infiziert. Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst, oder? Bitte lass mich in Ruhe. Oh Gott, er greift an, oder? Bitte nicht. Was soll das denn? Hä? Wieso geht das jetzt nicht? Ich würde das gerne länger bauen. Wieso? Was funktioniert hier überhaupt in meinem Scheißding? Was, wenn ich noch so ein Ding da unten dran baue? Geht das dann? Ja, leck mich doch. Ja gut, ich probiere es jetzt einfach mal so. The fuck, the fuck, the fuck, the fuck. Was ist denn hier los? Ich will doch nur spielen. Und ich verstehe nicht, warum... Was... Wieso kann ich die nicht verbinden? Hä? Ja super, jetzt habe ich hier so ein Ding und das ist nicht verbunden. Warum nicht? Ich habe Schritte gehört. Na gut, das Viech ist jetzt weg, ich bin auch weg. Mal rein. Wir müssen noch ein bisschen was scannen. Ansonsten kommen wir, glaube ich, hier nicht voran.
Ja, zumindest haben wir jetzt schon mal einen Ort gefunden, wo wir Sachen ablagern können. Und ich glaube, dass wir da hinten... Oh, hier sind überall Kristalle. Ich glaube, dass wir da hinten beim Wrack noch ein paar Sachen zum Scannen hatten. Im Reaper-Gebiet aufgebaut. Ach. Mann, habe ich ein Glück. Wer kann das auch ahnen, ganz ehrlich. Ich bin unschuldig. Nehmen wir die Kristalle hier mit. Aber er ist jetzt weg. Ich glaube, jetzt sind wir in Sicherheit. Ach, guck mal, können wir hier scannen? Fragment. Kennen wir schon? Hallo Jungs, schön, dass ihr mich alle töten wollt. Ich glaube, der Weg nach Hause ist günstiger, als nach oben zu schwimmen. Er ist einfach noch da. Komm, geh nach Hause. Geh doch einfach nach Hause. Ich hoffe, das ist hier nicht dein Zuhause. Ich bräuchte ein bisschen Wasser. Hier sind doch keine Wassertiere. Was bist du denn für ein UFO? Ja, ich weiß. Durstig und so ein Scheiß. Versuche ja, diese Wassertierchen zu finden. Komm, such dir ein Leben. Ja, ist gut, Kleiner, ist gut. Verzieh dich. Ich hab eine Waffe und ich weiß, wie man sie einsetzt. 30 Sekunden. Immer diese Fans. Ich habe bei mir in mein ewiges Terrarium, wo die ganzen Fliegen drin sind, jetzt eine Spinne reingesetzt und ich hoffe. Ich hab gerade kurz gedacht, dass ich sie gesehen habe, aber. Ich weiß nicht, die ist einfach nicht wieder aufgetaucht. Ich glaube, die Fliegen haben die Spinne getötet. Anderes kann ich mir nicht erklären. Seitdem ich sie reingesetzt habe, habe ich sie nicht mehr gesehen. Keine Ahnung. Kriege ich das Fliegenproblem nicht in den Griff. Das ist schon irgendwo ein bisschen erbärmlich, aber naja. Ich weiß, dass du durstig bist, aber ich finde hier keine Wassertiere. Nur Blubberviecher. Kannst du nicht einfach, keine Ahnung, die Taucherbrille kurz runternehmen und dann machen und dann ist gut? Ja, keine Ahnung, da muss ich halt irgendwelche Tierchen nehmen. Hier, ihr gebt mir auch Wasser. Zwar nicht so viel, aber besser als gar nichts. Sammle ich ein bisschen was. 30 Sekunden. Das regt mich so auf, Mann, das regt mich so auf mit diesem ständigen Hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Uncool. Dann haben wir es auch nur mitten in der Nacht, das heißt, mein Strom ist auf etwas begrenzt. Komm her, Boomerang! New creature discovered. Ja, ja. Ich muss einfach alle Fische mitnehmen, die ich kriegen kann. Und dann ab nach Hause. Und dann ziehe ich sie mir alle rein. Ziehen wir uns mal die Fischchen rein. Gehen wir zum Creeper! Den habe ich jetzt so. Ja, ist ja gut. Den habe ich jetzt so lieb gewonnen. Den mache ich gleich einen Heiratsantrag. Oh, ich werde sterben. Ist eine coole Sache. Ich werde nicht bis zu Hause. Komm nicht mal bis nach Hause. Ich hoffe inständig, dass ich da drin spawne, ansonsten raste ich aus. Okay, ich bin hier.
Ach cool, ich habe die Fische verloren, ja. Das ist eine geile Nummer. Geil. Na komm. Bisschen Titan. So, okay. Ich würde sehr, sehr gerne. Glas. Silbererz. Okay. Ich weigere mich auch. Ich weigere mich, mich woanders aufzubauen. Ich sehe das nicht ein, dass ich wegen dieser komischen Flitzpiepe da hinten umziehen muss. Ist ja gut. Hilfe, steck fest. Ich lasse mich doch nicht von so einer Flitzpiepe von zu Hause wegjagen, ey. Da soll sich mein eigenes Heim suchen. So. Ist ja gut. Wir brauchen auf jeden Fall Silbererz. Wenn wir Silbererz haben, dann kann ich langsam in Angriff nehmen, eine bessere Sauerstoffflasche zu machen. So, das nehmen wir mit. Kann ich das endlich auscannen? Hilft das, irgendwas zu bauen? New creature discovered. Stielauge. Wieso will mich hier alles töten? Alles will mich einfach töten. Okay, schwimmen wir direkt in dieses Loch rein. Oh, guck mal, da ist noch was. Leider nur ein bisschen Titan. Kupfererz. Das nehme ich mit. So, Kristalle definitiv. Wir kein Kristallproblem mehr haben. Ja, Gold. Silber. Nice. Okay, wir haben Erfolg. Sucht euch ein Hobby. Lasst mich einfach nur. Okay. Was leuchte ich denn so ständig? Okay, jedes Mal, wenn ich in die Kamera gucke. Okay, dann weiß ich, woran das liegt. Jedes Mal, wenn ich in die Kamera gucke, ist nämlich alles wieder gut. Denn meine Kamera versucht mich hier eindeutig zu verarschen. Das kannst du mir nicht erzählen. Immer, wenn ich drauf gucke. So. Das ist nämlich der Kack-Zoom, der sich jedes Mal neu einstellt. Sauerstoff. Okay, zurück zum Reaper. Aber es hat etwas Positives. Wenn wir eines Tages den Reaper suchen, um ihn zu töten, der ist vor unserer Haustür. Haben wir keine Probleme mit. Na, guck mal, was hier noch rumhängt. Sind die richtig guten Steine sogar. Blei. Kupfer. Gold. Alles, was das jetzt begehrt. Und ein Reaper. Ist das nicht schön? 30 Sekunden. So. Oder muss ich hier eine Luke hinbauen? Ich check's nicht. Könnt's mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber bis dahin check ich nicht. Blumiger Geschmack, jedoch nur dezent.
nicht. Wasser kann ich hier auch nur. Chlorbleiche. Desinfiziertes Wasser. Blasenfisch pökeln. Wasserdichter Behälter. Kleine Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Keine Ahnung. Kann ich das Ding hier rauslassen und dann schwimmt das hier? Spinnt. Ach, das ist ein Vorrat. Ihr Scheiße. Okay, Freunde. Wir sehen uns morgen im Überlebenskampf. Reaper gegen Zero. Haut rein, euer Zero. Tschüss.